Hallo YouTube. Ja, mein 10. Part, glaube ich. Ich meine ja. Wenn nicht, dann habe ich mich vertan, aber ich glaube, das ist der 10. Das erste Spiel des 10. Parts ist God of War. Ein meiner Meinung nach sehr gutes Hack and Slay Spiel. Ich würde behaupten, God of War ist Hack and Slay. Bombastische Grafik, gute Synchron, gute Story. Sollte man in seiner PS2 Sammlung haben. Oder wer keine PS2 mehr hat, sollte sich die Neuverfassung für die PS3 kaufen. Ist ein bisschen alles auf HD gemacht. Sieht nur minimal besser aus, aber so könnt ihr es euch auf PS3 kaufen und spielen. Und da gibt es auch Trophäen, die ihr sammeln könnt. Dann God of War 2. Zwar nur als Platinum, aber ihr wisst, Platinum stört mich nicht. Es ist dasselbe Spiel und ja, es war billiger und ich fand es gut. Es ist gut, es macht Spaß. Ein bisschen besser von der Grafik finde ich. Bessere Gegner. Hammergeiles Spiel, sollte man haben. Dann eins meiner Lieblingsspiele für die PS2. Es ist auch noch super. Also Genji ist in einer Art Onimusha. Ich finde aber Genji ein bisschen besser, weil die Welt so märchenhaft aussieht. Die ganzen Location ist einfach wunderschön. Ja, wenn ihr das vielleicht erkennen könnt, es ist einfach mit viel Liebe gemacht. Und leider ist ja, ich habe den PS3-Teil nicht den zweiten, aber was ich gelesen habe, soll ja nicht so gut sein. Und ich werde ihn mir mal auf jeden Fall kaufen, aber er soll nicht so gut sein wie der erste. Das macht mich ein bisschen traurig, aber der erste ist schön und wenn ihr den kaufen könnt, kauft ihn euch bitte, weil es ist echt ein schönes Spiel. Ja, God Hand, ein sehr gutes Spiel von Capcom, von den Devil May Cry und Vivity Joe Macher. Jetzt erzähle ich euch mal was. Das ist so eBay gekauft vom Verkäufer. Ich habe auch extra gefragt, ist das echt wie neu? Ja, top neu, nichts, keine Kratzer dran. Erstmal guckt man hier oben. Papier kaputt, hat mich schon mal angepisst. Hülle habe ich dann eine neue gegeben. Dann kommt das Schlimme, Spiele-CD verkratzt. Habe ich mich schon mal voll angepisst. Und dann habe ich das, was mich am meisten anpisst, der Typ habe ich auch noch gelogen. Wie neu. Hier, Kleber aus einer Bibliothek drauf, ist wie neu, natürlich. Also wenn ich schreibe wie neu und nochmal bei Fragen antworte, ja, ist alles wie neu, ne? Dann erwarte ich auch ein neues Spiel und nicht so einen Scheiß. Hat von mir eine schlechte Bewertung bekommen. Ja, aber ist trotzdem ein gutes Spiel und zum Glück läuft es ja noch. Ich habe es damals echt wie ein Irrer gesucht und nicht mehr gefunden, nur dann bei eBay als gebraucht und dachte mir, kaufe es mir. Und letztes Mal habe ich es bei eBay in Folie für 8 Euro gesehen. Da habe ich mich echt ins Knie ficken können, ey. Aber ist ein gutes Spiel, wenn ihr es sieht, kauft euch das. Also ist zwar eintönig ein bisschen, aber es macht viel Spaß und viel Humor. Die Gegner sind lustig, also kauft euch das. Dann eine Dreamcast-Umsetzung, Handhunter. Sehr gutes Spiel auf beide Konsolen. Macht auf beiden Konsolen Spaß, kann ich euch empfehlen. Ist eine Art Metal Gear. Habe ich auch schon auf der Dreamcast Volume so und so gesagt. Kauft euch das, macht eine Menge Spaß. Ist ein gutes Spiel. Dann Headhunter Redemption, der zweite Teil. Habe ich schon mal kurz angespielt und ja, aber hat mir gefallen. Was mir in dem Spiel direkt aufgefallen ist, der Charakter aus dem ersten Teil ist älter geworden. Man kann jetzt noch eine Frau spielen. Der Orchester-Soundtrack ist Hammer, also einer der besten, die ich je in Spielen gehört habe. Ich denke auch, das Spiel ist so gut, also kann ich euch kaufen, eines der besseren Sega-Spiele. Dann Hunter's Reckoning Wayward. Ja, ist ein ja, Hack and Slay, geht zu zweit. Eigentlich ein geiles Spiel. Ich habe es noch sehr lange gespielt. Und jetzt könnte ich dafür meinen Freund wieder in die Fresse hauen. Wir waren kurz vor dem letzten Endgegner und ich meinte, komm, lass uns noch viele Zombies killen, dann haben wir mehr Leben, können wir so mehr Leben sammeln und uns aufleveln. Nee, komm, den schaffen wir so. Wir hatten, glaube ich, 24 Leben, letzter Endgegner und hatten keine Chance. Dann wollte ich auch mal wieder neu anfangen, habe ich aber nie gemacht. Aber vielleicht fange ich mal an. Es gibt zwei Teile für die Xbox, die gehen auch, glaube ich, zu viert und zu dritt. Den ersten Teil gibt es auch für den GameCube. Ja, und ich habe den für PS2. Ist gut. Also mir gefällt es. Wer sowas mögt, könnt ihr euch kaufen. Man ist halt so, kämpft gegen Zombies, Riesenratten, macht Spaß. Dann ein Flugzeugspiel. Heroes of the Pacific von Codemaster ist ein schönes Flugzeugspiel. Spielt halt in den 40er Jahren, den Zweiten Weltkrieg. Ja, schöne Grafik und finde ich eigentlich sehr gut. Kommt zwar nicht an Ace Combat, aber macht sehr viel Spaß. Und so, wenn ihr sowas mögt, könnt ihr euch das auch ruhig kaufen. Dann eine Pflichtperle, Ico. Von dem Macher von Shadow of Colossus. Ja, man spielt diesen Jungen hier, muss dieses Mädchen durch die ganzen Levels bringen durch so ein Schloss und kommen über so Schattenwesen, muss man sie beschützen und manchmal muss man sie hochheben und rufen. Finde ich sehr schön, ist sehr märchenhaft aufgemacht, eines der schönsten PS1-Spiele, PS2-Spiele. Wie ich letztes gelesen habe, soll ja Ico und Shadow of Colossus eventuell nächstes Jahr auf PS3 umgesetzt werden in HD. Würde ich mich freuen, würde ich mir auch nochmal kaufen. Dann ein Rollenspiel, Jade oder Jade Concon, Concon. Jade Concon, ja, Jade Concon 2. Ja, Spiel ist komplett in Englisch. Ist aber ein Anime-Spiel, aber der erste Teil für die PlayStation 1 ist ein richtiges Anime-Spiel. Das Intro ist in Anime, ist komplett in Deutsch, die Synchron, alles. Also, wenn ihr die Wahl habt, kauft euch den ersten Teil, der ist viel schöner als der zweite.
Den zweiten habe ich noch nicht wirklich gespielt. Habe ich mir einfach nur gekauft, weil ich den ersten hatte. Ja, das waren wieder dann alle meine 10 Spiele. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ja, bewertet, kommentiert. Genießt den Abend. Habt ein schönes Wochenende. Ich sag, ciao YouTube. Oder halt.